Hallo, ja, willkommen hier zurück zu Let's Play Mario Kart 8, wie immer mit mir, dem Mario Kart Ben. Richtig, wir haben im letzten Part haben wir den Glockencup gemacht, genau, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen und heute machen wir einen ganz besonderen Cup, nämlich den Triforce Cup und deswegen werden wir auch unsere typische Ausrüstung dafür nehmen, nämlich Link, dazu Eponator, wenn es Eponator mal finden würde. Da ist er. Dazu natürlich die ja. Nee, Eponator bitte. Dazu die Triforce-Reifen und natürlich den Zelda-Gleiter oder Hyrule-Gleiter, wie auch immer man den nennen will. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns ins Abenteuer und schauen, wie wir uns heute schlagen. Los geht's mit Varios Goldmine. Sehr schön. Alles klar, mal gucken, wie Link so mit seiner Ausrüstung fahren kann, ob das eine gute Kombi ist. Aber ich denke schon, bis jetzt ist es okay. Bis jetzt haben wir ganz gut überholt. Naja, nur schade, dass wir natürlich kein Item bekommen haben. Nur Driften ist natürlich sau schnell. Da muss man ein bisschen aufpassen. So. Perfekt. Ja klar, wieso fährst du auch aus der Bahn raus, ne? Das muss mir mal einer bitte erklären können. Naja, wie auch immer. Nicht beschweren, einfach weiterfahren und das Beste versuchen. Und wir sind auf einem guten Wege, das Ganze hier erfolgreich abzuschließen. Aber natürlich geht das nicht, wenn wir uns immer so anstellen. So. Ja klar, so schnell wird man überholt. Nein, was mache ich denn? Ey, diese ganzen Leuchten, ne? Die bringen einen so durcheinander. So sehr, jetzt mal ohne Witz. Ey, was bringen mir denn Pilze jetzt? Naja, doch. Ein bisschen Boost ist okay, aber nicht zu viel. What? Wir sind auf dem ersten Platz? Junge, willst du mich verarschen? Wow. Alles klar, das war eine ganz schön knappe Kiste. Oh, nicht aus der Kurve fliegen. Puh, es war knapp. Alles klar, Mann. Okay, aber wir haben's, Leute. Wir haben es. Yes. Erster Platz. Cool. Ja, da freut sich Link natürlich auch mit seinem Fahrzeug, ne? Okay. Ja. Dann haben wir als nächstes, welche Strecke? Regenbogenboulevard. Wunderbar. Naja, da muss man ein bisschen auf die Kurven aufpassen, weil das ist schon krass, wenn man da rausfliegt. Aber ja. Das ist eigentlich so eine ganz schöne Strecke, weil die ist auch gar nicht mal richtig im Weltall, sondern die schwebt einfach über so einer, würde ich sagen, Moorlandschaft vielleicht. Ja, so könnte man das, denke ich, am ehesten nennen. So, hier ist es wichtig abzubremsen, weil sonst fliegt man aus der Kurve raus. Oh! Ja, da war die Kurve ein bisschen zu eng. Naja, macht nix. Okay, wir haben es. Wir haben es. Sehr schön. Alles klar. Perfekt. Gut abgebremst.
Und hier sind wir gut um die Ecke gekommen. Ah, oder doch nicht. Shit, Alter. Och, Mann, ey. Aber komm, es sieht so aus, als hätten wir den ersten Platz gut beibehalten. Das wollen wir natürlich auch so. So muss es natürlich sein. Oh, jetzt wurden wir doch überholt. Nee, mein Freund. So Mist. Scheiße, ey. Okay, zweiter Platz wäre auch nicht schlimm. Ey. Nein. Shit, Alter. Im letzten Augenblick, ne? Im letzten Augenblick muss es passieren. Puh. Okay. Scheiße, jetzt haben wir... Jetzt sind wir schon auf den zweiten Platz abgekackt. Och Gott. Ja. Man sieht's, ne? 200er ist eine heikle Angelegenheit. Da muss man schon aufpassen. Da muss man sich anstrengen, sonst hat man den Salat. Sonst ist man ganz schnell aus dem Konzept. Wow, da habe ich irgendwo einen Windschatten ausgenutzt. Ist natürlich wunderbar. Okay. Naja, gut, dann... Wow, ey. Erste krasse Angelegenheit hier. Oh. Lass dies nicht vom Panzer erwischen. Oh, doch, wurden wir jetzt doch erwischt. Naja, komm. Shit, da waren wir zu schnell. Oh, jetzt sind wir doch am ersten wieder. Nee, doch, zweiter. So, geh mir aus dem Weg. Keine Münzen, ey. Das kann noch nicht wahr sein. Wow. Perfekt. Okay, den hängen wir uns hinten ran. Naja, keine Münzen. Gut, sammeln wir eine zumindest ein. Dann ist das so okay fürs Erste. Okay, zwei Münzen und noch eine dritte vielleicht. So. Junge! Mann, ey, in dem Moment, wo es dann den Pilz abfeuern will, muss es natürlich dazu kommen, dass es dann... Oh, scheiße, Junge. Bitte nicht. Dritter, was ist das für ein Müll? So kann das doch nichts werden, ey. Na gut, zweiter Platz, okay. Müssen wir uns sonst damit abfinden, das wäre dann kein Problem. Aber ja. So, jetzt haben wir das Vergnügen in Links eigener Welt, nämlich die Hyrule-Piste mit dem Masterschwert in der Mitte. Mal gucken, wie wir uns da anstellen. Ich hoffe, genauso gut. Nicht schlechter. Aber ja, das werden wir ja jetzt sehen. Das ist echt episch, dass man sogar den Zelda-Titelsong hier als Hintergrundmusik eingebaut hat. Das passt einfach so sehr, ne? Das passt einfach so, so gut da rein. Sehr schön. Okay. Hier muss man nur auf diese blöden Dekuranas aufpassen. Ja klar, dass diese roten Panzer dann einfach in der Mitte abkacken, beziehungsweise dann einfach kaputt gehen, ist ja jetzt echt doof, aber okay. So. Naja, egal. Oh, das war jetzt Mist. Aber gut. Machen wir uns nichts draus. Haben hier noch eine geile Abkürzung
geschaffen. Sehr nice. Wow. Ja, du, einer muss natürlich immer einholen, ne? Das ist ja sowas von klar. Wow. Wow. Als ob wir es geschafft haben, noch im letzten Moment Erster zu werden, ne? Alles klar. Junge, war das gut. Okay, nicht schlecht. Na dann. Yes, Sir. Wir haben es auf den ersten Platz gebracht im Triforce Cup. Das ist wunderbar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dann würde es an der Stelle aber auch wieder sagen, haben es für diesen Part geschafft. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Gebt mal einen Daumen hoch. Wenn ja, also wenn uns dieses Video gefallen hat, natürlich freue ich mich immer, wenn ihr mich abonniert. Ich sage an der Stelle, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.